Hallo und herzlich willkommen bei Fett Spielen. Mein Name ist Susanne und ich spiele heute das Online-Rollenspiel AI War. Wenn man sich auf dieser Seite registrieren kann, bekommt man erstmal unten so einen Reiter, auf dem steht Story. Und das Ding hat eine Riesen-Story. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, diesem Rollenspiel eine Hintergrundgeschichte zu geben. Die Geschichte geht ungefähr wie folgt. Also wir sind in der Zukunft und die Menschen können annähernd mit Lichtgeschwindigkeit reisen und erobern natürlich das Weltall. Doch so eine Art Terroristen macht der Regierung das Leben schwer und deswegen erfindet sie die AI oder AI, also die Artificial Intelligence. Also quasi künstliche Intelligenz, die sogar mit Quantensprüngen in Paralleluniversen Sachen machen können. Und auf jeden Fall sind diese AI sind extrem clever und sollen halt für die Sicherheit der Welt sorgen. Aber so matrixmäßig entscheidet sich diese AI, dass die Menschen gefährlich sind. Sind sie auch. Sind gefährlich für sie selbst irgendwie auch. Macht einen Krieg gegen die, fängt einen Krieg gegen die Menschen an, und weil sie halt so clever und sind und Quantensprünge in andere Universen machen können, gewinnen sie natürlich auch. Und so sind die Menschen jetzt hier mehr oder weniger in der Unterzahl. Und haben sich in kleine Clans aufgeteilt, wie man hier sieht. Und das Ganze ist so ein bisschen ausgebaut wie ein klassisches Pen-Paper-Rollenspiel, habe ich das Gefühl bisher. Es sieht zumindest so aus. Und wir klicken uns jetzt mal durch das Tutorial. Oh, die Fenster vom Tutorial können wir sogar verschieben. Nein, aber da hinten waren sie schon ganz gut. Okay, willkommen bei AI War. Dieses kleine Tutorial-Fenster wird dir den Einstieg erleichtern. Du kannst die Fenster einzeln abschalten, bla bla, okay. Du kannst das Tutorial jederzeit in Charakterprofil wieder aktivieren. Ich hoffe, das brauche ich nicht, weil einmal sollte ich es lernen. Das solltest du als erstes tun. Trainiere deine Charakterwerte. Mit Credits kannst du dir weitere unten zusätzliche freie Skillpunkte kaufen und so deine Eigenschaften weiter steigern. Klicke anschließend im Hauptmenü auf Einzelmission, um deine erste Mission zu bestreiten. Dadurch kannst du Credits verdienen und Erfahrungspunkte sammeln. Zusätzlich zur Hilfe im Hauptmenü gibt es auf vielen Seiten hilfreiche Erklärungen. Ja, ich habe das Gefühl, diese Erklärungen brauche ich alle, denn das scheint mir doch ein bisschen durchdachteres Rollenspiel zu sein, und bei den Pen and Papers, muss ich gestehen, war ich nie so gut. So, also wir trainieren unsere Charaktereigenschaften. Ich habe noch keine Ahnung, was ich machen will. Wir designen hier quasi unseren Charakter. Okay, wir haben Credits, wir haben 100 Credit, also Geld. Da sind so Diamanten, die haben wir nicht. Und was ist das? Mystikmarken. Okay, haben wir auch nicht. Und das, unser Level ist 1. Ja, und uns geht's gut. Uns geht's super. Trefferpunkte, TP, Verteidigung. Ah, also wir teilen 3 aus und haben einen Verteidigungswert von 2. Und im Moment haben wir diese Gesamtwerte. So, jetzt trainieren wir. Was wollen wir? Wir wollen Präzision, Schnelligkeit, ist ja gar keine Stärke dabei. Das ist Abhärtung, müsste unsere Verteidigung erhöhen. Okay, es hat sich nichts geändert in den Verteidigungspunkten, aber die Lebenspunkte haben sich gestärkt. Okay, gut. Schnelligkeit, eine Ausdauerpunkt, ich muss ehrlich gesehen, ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil ich weiß noch nicht, was für eine Stärke man ist. Also ich möchte erstmal viele Lebenspunkte, ja, das ist okay. Ich möchte, genau, wahrscheinlich werde ich schießen, also Präzision ist, denke ich mal, wichtig. Meine Trefferpunkte haben sich nicht erhöht, also war das wohl nicht genug. Ich weiß leider nicht, was die Ausdauer ist. Es wäre einfacher, wenn ich wüsste, was wichtig ist in dem Spiel. Bei vielen Rollenspielen ist, also bei einigen Pen and Papers ist ja meistens so, dass man die Werte einfach würfelt und dann das Beste daraus macht, was man hat. Ich glaube, ich mache so irgendwie den klassischen und trainiere jetzt stur auf 2 Werte und hoffe, dass es zufällig richtig ist. Und wenn nicht, kann ich ja nochmal mit einem vielleicht neuen Charakter machen. Okay, so. Wir haben unsere Skillpunkte verdient. Unsere Trefferpunkte haben sich nicht verändert, unsere Verteidigung auch nicht. Dafür haben wir mehr Lebenspunkte erhalten.
glaube ich zumindest. Okay. Hier blinkt etwas. Das schauen wir uns mal an. Was? Eingang. Willkommen bei AE War. Okay. Vielen Dank. Ach, du Schande. Den ersten Premium-Status, ich habe keine Ahnung, was der Premium-Status ist. Für ältere Krieger möchten wir da ein paar Hinweise geben. Deine Erfahrung sollen, solltest du anfangs Missionen. Das stand auch im Tutorial. Okay. Also, wir wollen hier Missionen machen. Und zwar eine Einzelmission. Freie Mission? Hier kannst du Missionen bestreiten. So, bitte, jetzt. Mach. Wähle dazu unten den Schwierigkeitsgrad und klicke auf Missionen annehmen. Mach zunächst am besten eine leichte Mission, obviously. Nachdem du eine Mission angenommen hast, musst du auf Mission starten klicken. Nach 10 Minuten ist die Mission beendet und du erhältst einen Kampfbericht. Kehre nach dem Kampf wieder hierher zurück, um deine Belohnung abzuholen und die Mission erneut zu starten. Versuche stets mit voller Lebensenergie zu kämpfen. Bis anschließend Level 3 ist das Heilen umsonst. Klicke dazu auf Handel, Medcenter heilen. Okay. Also, ich mache jetzt eine Einzelmission und klicke auf Mission annehmen und dann dauert das Ganze 10 Minuten. Mal sehen. Auftraggeber, Kommander Rufina, geh in den Tunnel und zerstöre dort die Nubillion. Guten Tag, meine Kämpfer. Keine Rasierklingen mehr zu Hause gehabt? Oder bloß keine Zeit, weil du so lange geschlafen hast heute Morgen? Was? Ich bin nicht rasiert. Nein! Wobei, ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich mag es eigentlich. Na egal. Warum frage ich lieber nicht? Hier gibt's was zu tun. Eine Nubillion im Tunnel hatten wir meines Wissens nach noch nicht. AI versucht offenbar herauszufinden, wie sie uns dort am besten packen kann. Du steigst in den Tunnel und erlegst diese Nubillion. Wichtig ist, dass diese Maschine so schnell wie möglich zerstört wird. Ich bin mir sicher, dass du es ohne Risiko schaffst. Wenn du heil wiederkommst, darfst du mich heute Abend ins Casino einladen. Aber nur frisch rasiert, verstanden? Das findest du schnell da. Mag Kommander Rufina. Mag keine unrasierten Männer. Pff. Wie kann man nur? Okay, wenn wir jetzt einen Diamant hätten, könnten wir es überspringen. Gut. Haben wir aber nicht. Deswegen gucken wir uns erstmal hier in den Clans rum. Oh, man kann sich also bei Clans bewerben. Man kann Clans gründen. Man kann hier andere übrigens Leute rekrutieren. Da habe ich vorhin schon aus Interesse drauf geklickt. Hier, eine Schlacht. Was man kann? Keine geplanten Schlachten. Also das ist ja richtig komplex hier. Highscore. Natürlich haben wir keinen Highscore. Ich meine, warum wir... Oh mein Gott, wir sind Platz 36.619. Wir haben noch nichts gemacht. Ruhmeshalle. Die meisten Erfahrungspunkte im Kant. Oh mein Gott. Hier gibt es eine Ruhmeshalle, wo tatsächlich steht, wer am besten auf dieser Welt ist. Hat Snoopy hat die meisten Trefferpunkte, 32.862. Angel of Death die meisten Erfahrungspunkte in einer I-Schlacht, 50, was irgendwie komisch ist. Härteste Einzelattacke im Kampf, Easy 12, von 72.951. Okay, Trefferpunkten. Und wir haben 3. Der Clown hat das längste Glückshausspiel gewonnen. 1824 Runden. Ein Glückshausspiel. Man kann hier spielen. Mario 44 hat 196.498 Beutecredits in einem einzigen Kampf bekommen. Und Smoke a Lot, du hast aber einen sehr ungesunden Link, hat die meisten Trefferpunkte in einer Schlacht mit 190.432. Der muss sich geheilt haben wie ein Idiot. Lemmy Fetzt hat eine Leveldifferenz. Was? Bei dem der Kleinere den Kampf gewonnen hat. Also Lemmy Fetz hat mit Level 1 einen Menschen mit Level 71 besiegt. Oder mit Level 70 einen Menschen mit Level 141. Okay, also Lemmy Fetz ist ein genialer Mensch und den möchte ich unbedingt in meiner Freundesliste haben. Und die meisten Body Credits hat Galileo bekommen. Wer denn sonst mit 69.798? Aber Lemmy Fetz, wir gucken uns Lemmy Fetz an. Schau mal, er ist Level 27. Okay. Hat also einen Charakter Level 98 besiegt. Okay, was hat er denn? Was können? Was habe ich auch so einen? Ich habe keinen Bildschirm. Man kriegt eine Drohne, also. Okay, gut. Ich möchte mein eigenes Browse.
Ach, ich kann ein Bild hochladen. Ach, stimmt. Das ist auch so immer bei den Pen and Papers, kann man sich ein Bild quasi malen und das auf seinen Charakterbogen kleben oder ein Bild machen. Name des Wunschpartners. Ich möchte mit Lenny Fenst verheiratet sein. Okay, ja, Passwort und das alles. Und ich habe überhaupt noch nichts eingegeben. Warum sollte ich auch? Hier, Statistik. Gar nichts. Okay. So, wo ist das? Hier, willkommen in deinem Apartment. Genau, ich möchte auch Zeug haben. Indem du dein Apartment ausbaust, erhöhen sich deine Verteidigungswerte, wenn du angegriffen wirst. Dies gilt jedoch nur, wenn du auch zu Hause bist. Das heißt, du bist gerade nicht auf einer Mission, auf Arbeit oder woanders unterwegs. Wir haben eine Arbeit. Wir haben so richtig Arbeit, so mit Beruf und alles. Kann ich Spieleentwickler werden? Besonders die Features deines Apartments sind der Tresor und die Powernahrung. Mehr Informationen für alle Features findest du hinter den Fragezeichen rechts neben der jeweiligen Überschrift. Okay, danke. Apartment-Details, keine Ahnung, wahrscheinlich nichts. Dein Apartment auszubauen lohnt sich. Ich höre die Stufe jetzt einfach, bla bla bla, bei der Regeneration, potenziell, okay. Aber wir können es, doch wir können was aufbauen, wir können den Verteidigungsbonus erhöhen. Wir haben einen Tresor, der uns nichts bringt. Und die Powernahrung ersteigert deine Regeneration und maximiert die Lebensenergie. Und die können wir nicht erweitern. Tja. Achso, brauchen wir noch. Müssen wir aktivieren für diese 30 Diamanten oder was das ist. Man kann hier neben chatten, sehe ich auch. Kann ich hier chatten? Kann ich chatten? Hallo, Leute. Tatsache. Okay. Ich kann hier mit Leuten chatten, aber wie ihr seht, die meisten sind um 8 Uhr gegangen und heute ist es noch nicht so weit. So, Überfall. Wir können also Leute überfallen. Achso. Hä? Überfall? Interessant. Okay. Ich kann nicht auf Überfall klicken, sobald ich auf einer Mission bin und ich befinde mich auf einem Weg im Zielgebiet. Und... ja, ich kann also im Moment nichts machen, außer warten bis... Ach, hier ist das Inventar. Gut. Ja, deswegen habe ich keinen erhöhten Schaden, weil ich drei... weil ich nur so eine Winzpistole habe. Die gucken wir uns jetzt noch kurz an. Tipps zum Umgang mit deiner Ausrüstung. Du startest mit einer Laserpistole und musst somit nicht sofort eine Waffe kaufen. Was gut ist, denn wir haben nur 100 Credits. Wichtige hingegen sind deine Lebenspunkte. Ja, für diese kannst du einiges im Medcenter tun. Die Medikamente, die du dort kaufst, kannst du im unteren Bereich auf dieser Seite. Später kannst du Stück für Stück deine Ausrüstung erweitern und hier verwalten. Okay, bis Level 3 ist die Funktion Heilen kostenlos. Das haben wir schon gelesen. Okay, was bedeutet TP und VER? Und was sollen die verschiedenen Farben? Genau, warum ist das rot? TP bedeutet maximale Trefferpunkte bei Waffen, so wie in jedem anderen Rollenspiel. Bei AI War gibt es drei Waffengattungen, Laser, Plasma und Ionenwaffen. Dementsprechend sind die Laserwaffen rot, die Plasma-Trefferpunkte grün und die Ionentrefferpunkte blau. Da verschiedene Gegner besser mit einer der drei Waffenarten besiegt werden können, empfiehlt es sich, mehrere in deinem Inventar zu haben. Verteidigung. VER bedeutet Verteidigungswert. Okay, das wussten wir ja schon. Außer das mit den Waffen, das war interessant zu wissen. Und wo kriege ich die? Oh mein Gott, es geht hier unten weiter. Aber das ist nochmal diese Erklärung mit den Dings. Aber was ist mit den Medikamenten? Unter der Blocküberschrift Medikamente werden deine aktuellen Lebenspunkte angezeigt. Diese aktuellen Lebenspunkte kannst du mit Bedarf mit den Medikamenten wieder auffüllen. Kann ich die auch quasi auffüllen, während ich auf einer Mission bin, aber na, ich bin immer noch auf meiner Mission und es dauert noch 3 Minuten, bis ich da hin kann. Okay. Dann schauen wir uns doch diese komische Nachricht nochmal an. So. Mit den Credits kannst du dir Händler und den Markt deine Ausrüstung zulesen. Genau, den Markt habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist der? Okay. Ja, dann kannst du deine Lebenspunkte wieder auffüllen. Ja, das haben wir. Wenn du dich stark genug fühlst, kannst du andere Spieler angreifen. Und wie komme ich in einen Clan? Wie lerne ich überhaupt kennen, was für Clans es überhaupt gibt?
Wenn du viele Credits hast, kannst du auch deinen Schutzangriff nutzen, um eine Zeitruhe zu haben. Bis einschließlich Level 6 kannst du nur von Gegnern angegriffen werden, deren Levelunterschied kleiner als 4 ist. Bis Level 3 ist das Heilen über Stationen mit... Ja, das haben wir jetzt schon dreimal gelesen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, wir werden oft kaputt von dem Schlacht zurückkommen, bis wir Level 3 sind. Und dann geht's richtig los. Wenn du noch Fragen hast, schau in die Anleitung. Wir empfehlen dir die Nutzung von Firefox. Ha. Zufälligerweise benutze ich den gerade auch. Es ist uns eine Ehre, dich als neuen Kämpfer begrüßen zu dürfen. Jetzt gewinne unseren Respekt, indem du viele Maschinen der AI besiegst. Deine AI-War mit Strider. Ich sage gerne AI, weil es mir Schmerzen bereitet, AI zu sagen. Aber hier muss ich es tun wegen dem blöden War, weil es ein Titel ist. Okay, nutze deinen Rekrutenlink unter Grag der Diplomatie. Du bekommst zusätzlich immer 10% der Beute deines geworbenen Kämpfers. Dem geworbenen Kämpfer wird nichts abgesogen. Außerdem erhältst du, wenn du einen neuen Rekruten, ein Ticket für sich erlöst, eine Gutschrift. Diese Gutschrift, bla bla bla. Ja, okay. Aber ich kenne niemanden, deswegen kann ich es im Moment nicht an jemanden senden. Aber wie komme ich jetzt hier? Hier ist Handel. Händler! Ich befinde mich auf dem Weg ins Zinngebiet in der Mission. Ich kann nicht mal aus Langeweile hier in den Drohnenjob gehen, wenn ich mich in einer Mission befinde, weil ich da wahrscheinlich auch hingehen muss. Warum kann ich nicht? Ich möchte mir doch nur... Was? Minenauktion. Man kann Minen ersteigern. Also so, wo man Sachen schürft oder Minen, wo man Leute zerlegt mit. Wichtigste Aufgabe der Administration ist die Versteigerung von Theramidminen an Clans, nachdem sie im Kampf gegen AI von den Menschen erobert wurden. Nur Clans können Theramidminen ersteigern, keine einzelnen Spieler. Schade. Also richtige Theramidminen. So. Clan-Übersicht. Hier kannst du nach einem Clan mit Hilfe von seinem Namen oder Kürzel suchen. Können wir Clans suchen, die mit Fett beginnen? Die Fett als Kürzeln haben. Das heißt, wir können selber den Clan Fett kunden. So theoretisch. Okay. Mission. Was? Bin ich... Was? Einzelmission? Ich habe doch schon. Habe ich jetzt die Mission abgeschlossen? Überfall. Ja, ich kann jetzt Leute überfallen. Okay. Dafür kann ich jetzt mich jetzt an den Arbeitsplatz. Du kannst als Druidenputzer arbeiten. Okay. Ich arbeite jetzt 12 Stunden als Druidenputzer. Und wenn ich wiederkomme, bin ich reich. Quasi. Eigentlich nicht. Wenn du deine tatsächlichen Aktionspunkte verbrauchst, dann schicke deinen Charakter zur Arbeit. Okay, ich könnte jetzt noch auf 10 Missionen gehen, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu lange. Ich schicke den Charakter jetzt sofort zur Arbeit und ignoriere, dass ich eigentlich Erfahrungspunkte brauche. Also, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Einblick in das Spiel. Es ist ein bisschen komplexer und wartelastiger, als ich gedacht habe. Aber wenn man auf Pen and Paper steht und vor allem sich diese Hintergrundgeschichte, und ich rate euch, lest euch diese riesen Hintergrundgeschichte an, dann kann man sich das durchaus mal anschauen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim selber erkunden. Eure Susanne. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.